Hi meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Und dieses Video wird sehr peinlich, wie ihr wahrscheinlich schon am Titel gesehen habt. Ja, also ich habe letztens mit einer Freundin mein altes Tagebuch gefunden und wir haben da so ein bisschen rumgestöbert. Und ich dachte mir, ich lese einfach da mal so ein bisschen draus vor für euch. Ich habe früher, als ich jünger war, solche Videos immer richtig gefeiert. Und genau, deswegen dachte ich, ich stelle mich dem Ganzen jetzt mal und ich lese euch vor. Ich werde natürlich die Namen, die da drin vorkommen, immer ändern. Also ich werde irgendwelche Namen einfach sagen. Außer von den Leuten, die ihr kennt, wie zum Beispiel Hannah oder Jakob vielleicht. Hier, so sieht mein Tagebuch aus. Das habe ich auch schön verschlossen hier immer. Und ich habe hier aber so eine kleine Box. Ich wusste noch genau, wo die ist tatsächlich. Gott sei Dank, sonst hätte ich das Schloss aufbrechen müssen. Und da sind Schlüssel drin. Es sind sogar zwei Schlüssel drin, also ein Ersatzschlüssel. Und wir öffnen das Ganze jetzt einfach mal. Oh mein Gott. Ah, ich krieg's gar nicht auf vor Aufregung. Ich habe irgendwie Angst, dass da jetzt richtig schlimme Sachen drin stehen, an die ich mich gar nicht mehr erinnern kann. Also, die erste Seite. Wir fangen einfach mal mit der ersten Seite an. Und oh mein Gott, wenn ich schon das Datum sehe, 25.07.2016. Das ist schon ewig her. Das ist schon 4,5 Jahre her, 4,5 Jahre. Ich glaube, da war ich dann, jetzt bin ich 17,5 minus 1,5, 17 minus 4, 13. Mit 13 habe ich angefangen, dieses Tagebuch zu schreiben also. Aber ich glaube, ich habe es auch früher angefangen, weil wenn ich hier so lese, was ich da geschrieben habe, so. Egal, ich fange einfach mal an. Der erste Zettel ist auf jeden Fall hier so reingeklebt, aber wir erfahren auch gleich warum. Das weiß ich tatsächlich auch noch. Liebes Tagebuch, sorry, ich finde den Schlüssel zurzeit nicht. Muss ihn mal suchen. Lachsmiley. Aber ich habe einiges zu erzählen. Erstens, Radunfall mit meiner Freundin, Punkt, Punkt, Punkt. Ich weiß immer nicht, welchen Namen ich jetzt nehmen soll. Ich nenne sie einfach mal Lucy. Radunfall mit meiner Freundin Lucy. Lucy fährt einfach in mich hinein und ich stürze vom Rad. Erst ging es, aber dann war etwas an meinem Knie. Aber scheiß drauf. Das Schlimmste war, dass etwas an meinen Schrauben etwas abgebrochen ist. Etwas. Wie viel habe ich da Rechtschreibfehler drin? Sie mussten herausgebohrt werden. Es tat weh, hat geblutet und ich bin umgekippt. Ja, das weiß ich noch. Also ich hatte solche Schrauben da im Gaumen drinnen, wegen meiner Zahnspange so. Und die waren da so reingeschraubt, so kleine Schrauben. Und die mussten sie dann rausbohren, weil da ein Teil abgebrochen ist und den habe ich dann verschluckt. Und genau. Und ich bin natürlich ohnmächtig geworden, weil ich bei Blut irgendwie zurzeit seitdem, glaube ich, ohnmächtig werde. Früher hatte ich da gar keine Probleme mit, aber seit dem Vorfall werde ich immer bei Blut irgendwie ohnmächtig oder so. Das ist richtig nervig. Da lag ich dann bei denen. Ich lag dann bei meinem Kieferorthopäden auf der Couch und die haben mich mit Wasser übergossen und alles. Richtig peinlich. Okay, der nächste Eintrag ist vom 26.07.2016, also ein Tag später. Liebes Tagebuch, ich bin total aus Lukas aus dem Judo verliebt. Er ist so süß. Aber mein Problem ist, er muss wegziehen. Trauriger Smiley. Ich bin so traurig. Nach Luxemburg. So weit weg. Trauriger Smiley. Ja, also es war jetzt natürlich nicht der echte Name, weil ich habe Angst, dass diese Leute dieses Video sehen könnten. Aber diejenigen wissen wahrscheinlich eh, wer gemeint ist dann. Egal. Wir machen weiter. 27.09.2016. Habe ich 2 Monate lang gar nichts geschrieben anscheinend. Liebes Tagebuch. Ich habe endlich den Schlüssel gefunden. Aber jetzt zum Wichtigsten. Ja, genau. Hier ist nämlich dann die Seite so. Erstens, 25.09.2016. Ich bin oberbayerische Meisterin im Judo. Am nächsten Sonntag geht es auf die südbayerische. Yeah! Das wird aber sehr schwer. Ich hoffe, ich schaffe es weiter. Zweitens, Lukas ist jetzt schon seit 1 Monat weg. Nein, seit fast 2,5 Monaten. Schlimm. Ich fasse es nicht, trauriger Smiley. Aber ich schreibe ihm ja noch. Okay, wahrscheinlich waren wir noch Freunde dann. Ich habe mir da wahrscheinlich irgendwas drauf eingebildet oder so. Und das, ja. Drittens, meine BFFIUI Hannah, Hannah kennt ihr, deswegen sage ich da auch den richtigen Namen, ist verliebt. Ich will seinen Namen und den Geburtstag rausfinden. Ich schreibe ihm jetzt da gleich hin. Ich hab's. Nach 1 Stunde. Punkt, Punkt, Punkt. Den Namen lese ich jetzt nicht vor. Ich habe tatsächlich den Vor- und den Nachnamen hingeschrieben und auch den Geburtstag. Aber ich habe geschrieben, ein komischer Name, aber egal. Er hat am Punkt Geburtstag. Oh mein Gott. Also diesen Namen kann ich nicht sagen, weil derjenige geht auch auf meine Schule, in meine Stufe. Und Hannah, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, aber
Ich werde dir diesen Eintrag auf jeden Fall schicken. 4.11.2016, also wieder irgendwie 2 Monate nichts geschrieben. Hi, liebes Tagebuch. Ich hoffe, du bist mir nicht böse, weil ich so lange nicht geschrieben habe. Oh. Bei der Süddeutschen vom Judo bin ich 7. geworden. Lach, Smiley. Da war ich, glaube ich, richtig stolz. Das waren meine ersten Wettkampfzeiten so richtig, wo ich so auf höhere Wettkämpfe war. Also war 7. Platz da für mich gut. Ich freue mich so. Hanna ist nur Teilnehmer. Und jetzt bin ich die Beste aus dem Verein. Ja, ich war schon immer sehr ehrgeizig. Mit Lukas habe ich weiterhin Kontakt. Wünsche mir aber, dass er wieder herkommt. Nun muss ich aber weiter basteln, einen Adventsmarkt. Ich meine vielleicht einen Adventskalender, aber keinen Adventsmarkt. Oder für einen Adventsmarkt. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. 5.11.2016. Liebes Tagebuch, ich liege im Bett, will schlafen. Dann zack, boom, wusch. Um 22.47 Uhr. Geistesblitz, neues Rezept. Ich habe damit früher immer sehr, sehr viel backen wollen und sowas. Dönermuffins. Da habe ich ein Bild hingezeichnet, wie das Ganze aussehen soll. Und zwar Dönerteig mit Zucker und Muffinteig innen drinnen. Also so. So soll mein Dönermuffin aussehen. Ich weiß nicht, ob das so ganz funktioniert, aber vielleicht werde ich es ja irgendwann mal nachbacken. Also schreibt mal in die Kommentare, wenn ich Dönermuffins backen soll. Weiter geht's am 19.11.2016, also ungefähr eine Woche später. Hi Tagebuch, ich muss jetzt los zum Christkindlmarkt, also zum Weihnachtsmarkt für alle, die kein Bayerisch können. Ja, das war auch der Eintrag schon. Dann geht's weiter am 22.11.2016. Oh, hi, sorry, dass ich nicht geschrieben habe, aber ich hatte keine Zeit. Das waren doch eh nur 3 Tage. Reg dich doch nicht auf, kleine Jenny. Es gibt so viel Neues zu erzählen. Okay, da ist in 3 Tagen echt viel passiert. Wenn ich überlege, was jetzt in 3 Tagen passiert, gar nichts. Erstens, beim Christkindlmarkt habe ich 8 Euro verdient. Lach, Smiley. Da war ich richtig, richtig stolz auf mein Geld. Zweitens, beim wichtigsten Turnier vom Judo bin ich 1. Platz geworden. Mega nice. Ja, da habe ich mich gefreut. Also es ist nicht so ein krass wichtiges gewesen, aber für mich damals war es ein sehr wichtiges Turnier. Drittens, ich bin seit der Oberbayerischen Meisterschaft am 25.09.2016 schrecklich in einen Jungen namens Franz, und den Nachnamen habe ich auch hingeschrieben, Franz Müller, verliebt. Er ist so süß. In Klammern, sieht gut aus. Und dann habe ich noch irgendwas hingeschrieben, was ich aber dann durchgestrichen habe, deswegen kann ich es leider nicht lesen. Also wahrscheinlich habe ich irgendwann meine Meinung geändert. Ich habe das irgendwie dann immer durchgestrichen. Er ist einfach so toll. Er ist fast immer 1. Platz. Info, er macht auch Judo. Steckbriefe meiner wichtigsten Leute. Okay, okay, okay. Ihr wollt die Steckbriefe meiner wichtigsten Leute damals wissen. Okay. Erstens Lukas. Name Lukas und der Nachname halt. Also das ist der von vorher, der weggezogen ist. Woher kenne ich ihn? Judo. Also er war in meinem Verein halt damals. Bedeutung, er war mein Ex-Verliebter. Ich dachte, ich liebe ihn immer und ewig. Ja, doch dann zieht er einfach nach Luxemburg. Trauriger Smiley, gebrochenes Herz. Also, ich glaube, ich wusste damals noch nicht so ganz, was Liebe ist. Aber ja, ich habe wahrscheinlich ein bisschen übertrieben. Zweitens, Franz Müller. Name Franz Müller. Geboren, Punkt, Punkt, Punkt. Ich habe eigentlich nur 2003 als Geburtsdatum hingeschrieben, weil ich wahrscheinlich seinen Geburtstag nie rausgefunden habe. Bedeutung, er ist das Beste, was mir je passiert ist. Ja, ja, ich glaube es auch, Jenny. Und ich liebe ihn über alles. Ja, definitiv. Ich habe auch nie mit ihm geredet, gefühlt. Ich werde ihn nie vergessen. I love you. Bay. Bay. Ah ja. Peinlich. Ich schäme mich echt für das, was ich da geschrieben habe. Ich hatte keine Ahnung von Liebe. Ich hatte keine Ahnung, wenn ich mir jetzt überlege. Also, ja. Ich kenne ihn auch aus dem Judo. Allerdings von Wettkämpfen, da er leider nicht in meinen Verein geht. Okay. Ich habe auch noch seinen Verein hingeschrieben und dann eine ganze Seite mit seinem Namen gestaltet, gefühlt. Ja, das kann ich jetzt nicht zeigen, weil ich hoffe, dieserjenige sieht dieses Video nicht. Aber ich glaube nicht, weil wir hatten eigentlich nie wirklich viel Kontakt.
Drittens Hanni, also Hanna, kennt ihr auch. Geburtstag 9.8.2003. Name Hanna und der Nachname in Klammern Baby. Also Hanna, du bist mein Baby damals gewesen. I love you. Kenne ich von Judo, Kindergarten, Grundschule. Einfach meine A, B, F, F, I, U, E. Hanna, meine A, B, F, F, I, U, E. Ich kann mir den Namen nicht mal merken. Verein, da habe ich dann unseren Judo-Verein hingeschrieben. Bedeutung, mein Ein und Alles. Natürlich, wie heute immer noch. Und habe eine ganze Seite natürlich mit Hanna gestaltet. Ich und habe Herzchen drum gemalt. Name Jennifer, Nachname. Geburtstag 22.03.2003, in Klammern 13 Jahre. Also ich war noch 13 zu dem Zeitpunkt. Verein, da habe ich meine zwei Vereine hingeschrieben. Lieblingsessen, Obst und Gemüse. Ja, okay, mag ich immer noch gerne. A, B, F, F, I, U, E, Hanni und Laura. B, F, F, I, U, E, Emily. BFF Soffel und Verena. Hi, falls du dieses Video siehst. BF Celi. Celi, es tut mir leid, dass du noch nicht so weit in meiner Rangliste damals oben warst, als ich 13 war. Aber Celi ist jetzt eine meiner besten Freundinnen auf jeden Fall. Lieblingsfarbe: Blau, hell. Blau in Klammern hell, okay. Und Gelb. Traumberuf: YouTuberin. Konditorin im eigenen Café. Also ich würde mal sagen, das mit YouTube habe ich eigentlich ganz gut hingekriegt, aber das war irgendwie so zufällig. Also ja, bis bald, Jenny. Hi Tagebuch. Okay, da steht gar kein Datum da. Es läuft gerade nicht so gut in der Schule. Ich meine nicht mit den Noten oder so, sondern dass ich mit meiner sogenannten Gang Very, Seli und Soffel gemobbt werde. Das war kein Mobben. Also das war wirklich harmlos. Und das nur, weil wir Vertretung hatten und kein Lehrer gekommen ist. Dann sind wir in das Sekretariat gegangen und haben es gemeldet. Richtig, die Streber. Also ja. Dann sagte die Frau, wir sollen in die Aula gehen und warten. Dann waren alle sauer. Und wir sind jetzt voll die Außenseiter und machen alles allein. Ich glaube, das habe ich damals ein bisschen falsch verstanden. Und das war überhaupt nicht so. Also, nee. Da hat mein Bruder dann eine Seite gestaltet. Hier seht ihr eine Seite, die mein Bruder gestaltet hat. Ja, richtig schön. Wieso habe ich das überhaupt? Wieso habe ich ihn in mein Tagebuch schreiben lassen? Hier habe ich einfach eine Skizze von meinem alten Zimmer gemacht. Und da hatte ich noch nicht dieses Zimmer hier, sondern ein anderes. Und ja, voll krass irgendwie. Ja, also malen konnte ich auf jeden Fall noch nie. Okay, wir lesen jetzt den letzten Eintrag, würde ich sagen, für dieses Video, aber ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr in den zweiten Teil wird, weil es geht hier noch viel, viel, viel weiter und es kommen noch viel, viel lustigere Sachen an und viel krankere. Ich weiß, was ich früher für kranke Sachen gemacht habe. Also, 15.01.2017, sogar schon ein neues Jahr. Hi Tagebuch, es gab eine schwierige Situation, weshalb ich jetzt erst wieder schreiben kann. Erstens, ich war bei meiner Oma. Ja, da haben wir früher immer Silvester gefeiert. Zweitens, mein Bruder hat dich gefunden. Louis, wieso hast du mein Tagebuch gelesen? Drittens, Mist, Ausrufezeichen. Egal, ich finde Franz Müller immer noch total sweet, Herz. Er lächelt mich immer beim Wettkampf an. Sweet, Ausrufezeichen. Ich wollte mehr über ihn herausfinden und das weiß ich alles. Ich habe seinen Nachnamen und seinen Namen dahingeschrieben. Ich habe hingeschrieben, wie seine Mutter und sein Vater und sein Bruder heißt. Ich habe seine Titel hingeschrieben, die er alle erreicht hat. Ich habe seine Adresse rausgefunden, also schon damals richtig der Stalker. Und seine Telefonnummer, also seine Festnetznummer. Ich habe einfach seine Adresse und Telefonnummer. I'm so happy. Er ist so sweet. Ich freue mich schon auf den Lehrgang. Ich hoffe so sehr, dass er auch kommt. Oh mein Gott, geil. Herz. Okay. Und ich würde sagen, wir beenden dieses Video hier und ich sehe schon, hier geht es nämlich dann weiter mit dem Lehrgang, ob er auch da war oder nicht und was wir alles gemacht haben oder nicht. Das erfahrt ihr dann im nächsten Teil, wenn ihr einen wollt. Und ja, schreibt auf jeden Fall gerne in die Kommentare, ob ihr den zweiten Teil von meinem Tagebuch wollt. Und dann lese ich wieder ein bisschen draus vor. Ich hoffe, es wird nicht allzu peinlich, aber ich glaube, es kommt noch viel peinlichere Sachen, okay. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch einen ganz schönen Tag. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und tschüss!